Das ist der JJC MSA10 Blitzadapter für Sony Lex Kameras. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn man eine Sony Lexa eigen nennt und ein Blitzgerät, nicht gerade ein schlechtes Blitzgerät, dann möchte man das irgendwie miteinander verbinden. Und das ist ja in der Regel ganz einfach. Man nimmt den Blitz und setzt ihn einfach auf dem Blitzschuh der Kamera an. Ich mache das jetzt hier mal eben. Haha, ne? Ist doch der Trick, ist es Sony. Dafür haben wir hier diesen Adapter. Dieser Adapter wird oben einfach hier auf der Blitzkontakteinrichtung der Sony Lex Kamera aufgesetzt. Auf der Unterseite, wie man sieht, hier befindet sich eine kleine Platine und die setzt man dann einfach hier vorsichtig ran, beziehungsweise setzt sie einfach rein, einfach aufstecken und fast fertig. Das Ganze ist natürlich jetzt ein bisschen wackelig, dafür haben wir aber, da sich hier in der Kamera ein Gewinde befindet, der ist übrigens im Default-Umfang mit enthalten, das ist so ein kleiner Schraubenzieher und hier oben ist eine Schraube und da dreht man das dann einfach mit fest. Das ist, wie gesagt, wie Sie schon sehen, total einfach, damit das auch wirklich richtig bombig sitzt. Ansonsten würde es nur rumwackeln. Und dann kann man ganz normal hingehen und hier seinen Blitz einfach an die Kamera anbringen. Also sprich, oben drauf ganz normal befestigen, hier mit dem Rändelrad des Blitzlichtgerätes. Dann die Kamera einschalten, warten, bis sie betriebsbereit ist. Und dann kann man einfach fröhlich und munter losblitzen, wie Sie sehen. Ne? Das funktioniert auch. Ja, das also hier der Blitzadapter von JJC für die Sony Lex, der JJC MSA10 Blitzadapter. Also eine ziemlich tolle und sinnvolle Geschichte und der ist auch inklusive.